Das Innsbrucker Regionalbahnprojekt, das größte Infrastrukturprogramm seit Jahrzehnten, nimmt nun Formen an. Statt ein- wie statt auswärts wird zurzeit die Verlängerung der Linie 3 von Rom bis Völs verwirklicht. Gleich zu Beginn wurde mit dem wohl schwierigsten Teilstück begonnen. Seit Anfang Mai wird intensiv am Kreuzungsbereich Museumstraße-Brunneckerstraße gearbeitet. Das war der schwierigste Teil von der Regionalbahn von Völs bis Rom. Warum? Weil wir haben da eine sehr starke Frequenz drauf. Wir haben sehr viele unterschiedliche Typen von Verkehrsteilnehmern, nämlich die Radlfahrer, die Fußgänger, die Autofahrer und eben den für uns so wichtigen öffentlichen Verkehr. Im Hintergrund sieht man, dass es regionalbahntauglich gemacht wurde. Und was wir getan haben, ist unter dieser Baustelle, unter diesen Straßen- und Schienenbauarbeiten, die Kanalisation jetzt vernünftigerweise jetzt gleich mitverlegt, damit man es dann nachher nicht wieder aufgraben muss. Und insgesamt eine sehr runde Geschichte. Für den ersten Abschnitt der Regionalbahn wurden 14 neue Weichen und 4 Kreuzungen gebaut, sowie 450 Meter Gleis verlegt. Für den Straßenbau wurden 6200 Quadratmeter Asphalt und 360 Meter Randsteine benötigt. In kürzester Zeit ist es der Stadt Innsbruck gelungen, den gesamten Kreuzungsbereich regionalbahntauglich zu machen. Regionalbahntauglich heißt, dass man mit einer größeren, sag jetzt einmal Straßenbahn, aber eben Regionalbahn dort fahren kann. Das sind ja die gleichen Garnituren, die bereits jetzt fahren, aber es sind längere Haltestellen, es sind eigene Spuren. Man hatte da eine eigene Bahn- bzw. Busspur jetzt konzipieren müssen und das alles mit dem gleichbleibenden Querschnitt. Sie können sich vorstellen, wie schwierig da es ist, das zu planen, aber speziell nachher auszuführen und zu koordinieren. Durch den Ausbau der Regionalbahn erwarten sich Stadt und Land eine schnellere und qualitätsvollere Verbindung im Zentralraum von Tirol. In weiterer Folge werden die nächsten Abschnitte regionalbahntauglich gemacht. Jetzt kommt dieser durchaus auch brisante Abschnitt Salonerstraße bis zum Maria-Theresien-Straße. Die südliche Maria-Theresien-Straße wird ja gerade umgebaut. Dann geht es weiter von der Arnestraße Richtung Klinik, dann über die Universitätsbrücke und dann Richtung Technik hinaus. Also wir haben noch ein schönes Stück Arbeit vor uns, aber wir haben schon ein Bravourstück hinter uns und deswegen dürfen wir froh sein, ich sage jetzt mal noch nicht stolz, froh sein und bin zuversichtlich, dass wir das in der gleichen Qualität einfach weiterbauen können. Es sprechen alle Voraussetzungen dafür. Nähere Informationen zum Thema Regionalbahn finden Sie auch im Internet unter www.innsbruckinformiert.at.